Red Quasar. Summer mal und willkommen zu einer neuen Poké-News. Die Ereignisse haben sich überschlagen, nicht Spaß. Also, ich will gar nicht lange drum herum reden, sondern fange direkt mal an. Wie man im Titel bereits schon lesen konnte, hat Nintendo passend zu Nintendo Direct natürlich einen neuen Pokémon Ultrasonne / Ultramond Trailer angekündigt. Und ich würde sagen, wir schauen gleich mal in den Trailer rein. Bis gleich. So, da wollen wir mal in den Trailer reinschauen. Sekunde. So, okay. Schnappt sie dir alle, Trademark. Pokémon Ultrasonne und Ultramond. Necrozma übernimmt die Kontrolle. Gut zu wissen. Merkt man auch an den Logos und allem und an den neuen Formen von Solgaleo und Lunala. Typ Psycho, Fähigkeit bis Prisma-Rüstung. Besondere Attacke Prisma Laser. Sieht relativ okay aus. Necrozma ergreift den Besitz von Solgaleo und Lunala. Das erklärt, warum die so aussehen. Also Necrozma verschlingt sie quasi und verschmilzt mit denen und wird dazu in Form Abendmähne und Morgenschwingen. Ich finde den Namen ganz cool soweit. Die Attacken sehen auch nice aus. Rechnet. So, und jetzt haben wir hier einen Fight. Warte, ich bin nochmal zurück. Hier haben wir einen Fight zwischen den Legis und Necrozma. Sieht ziemlich cool meiner Meinung nach aus. Erinnert mich sehr an die Pokémon-Filme. Wenn ich weiß, was gemeint ist. Ich werde jetzt mal eben eine Szene ganz kurz einblenden. So, okay, machen wir mal weiter. Wie gesagt, sah ziemlich cool aus. Das Pikachu mit der Mütze. Dann hier ein bisschen Gameplay. Ein sich drehendes Pikachu, super. Frühkäufer erwartet ein spezielles Wuffels als Geschenk. Ich kann mir denken, was das ist. Feuerzahn und Donnerzahn, je nachdem welche Edition, okay. Es wird natürlich zur Zwielichtform Volvorb. War ja auch zu erwarten. Und eine einzigartige Z-Attacke Fataler Steinregen. Je nachdem, welche Form, ändert sich auch die Lichtverhältnisse, ändern sich auch. Finde ich ganz cool. Ne, die Attacke sieht ziemlich. Die Attacke sieht auch sehr nice aus. Und Kapuiki ist fast down. Perfekt. Ah, und das Elektrofeld ist auch down. So, UB Mauerwerk. Da hat das Trump-Pokémon seine Mauer. Stand in den Kommentaren. Fand ich ganz lustig. Sieht eigentlich ganz cool aus, auch dieser Metallschild. Mal sehen, was das wird. UB-Detonation hingegen finde ich ziemlich weird. Ihr werdet gleich sehen, warum. Und zwar, ja, es nimmt seinen eigenen Kopf ab und wirft ihn einfach durch die Gegend. Und er respawnt. What the fuck. Am 17. November kommen die Spiele. Und ich würde sagen, wir sehen uns nach einem kleinen Cut wieder. So, und bevor ich jetzt hier meine Abmoderation mache, es gibt noch eine weitere News zu Pokémon, eine kleine, und zwar zu Pokémon 20, also beziehungsweise Pokémon, der Film, du bist dran. Und zwar ist diese News, dass die deutsche Website von Fatimon Events jetzt online ist. Allerdings kann man da noch nicht viel machen, denn die Tickets gehen für Deutschland erst auf Verkauf auf bald. Gutes Deutsch, by the way, die Website, auch Geschichte, top geschrieben. Im Moment kann man noch keine Vorstellung finden, aber man kann es im Kalender speichern. Außerdem, wenn man auf den Tab Geschichte geht, kriegt man die Info, dass man auch wie bei den anderen Pokémon-Filmen in Japan und so eine exklusive Sammelkarte, solange der Vorrat reicht, bekommt, wenn man da hingeht. Ich werde auf jeden Fall in den Film gehen. Mal schauen, wann diese Tickets dann endlich auch verkauft werden. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. So, das war's auch schon von meiner Seite her. Ich bedanke mich für jegliche Form der Aufmerksamkeit und wünsche euch noch bis dahin auch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet gerne das Video und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Bis dahin, euer Raid Quasar.